und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Ich freue mich, dass ihr zuschaut und hoffe, ihr seid genauso begeistert vom nachfolgenden Rezept wie ich. Entdeckt habe ich das bei meiner YouTube-Freundin, bei der Susi auf ihrem Cooking-Kanal. Und zwar hat Susi auf unserem tollen Stein da hinten, den habt ihr ja schon in meinen anderen Filmchen sehen können, das ist die White Lady, der große runde Stein. Den gibt es im Moment bei uns noch bis Ende August zum Einführungspreis. Ab 1.9. wird er teurer. Und damit euch die Entscheidung für diesen Stein natürlich ein wenig leichter fällt, um ein paar Inspirationen zu geben, was kann ich denn überhaupt darauf machen, möchte ich euch heute von Susi das gefüllte Fladenbrot zeigen. Und zwar ist es ein Hefeteig, ganz klar. Der wird in zwei Teile geteilt. Der wird mittig mit Mozzarella-Käse belegt. Dann kommt die andere Teigplatte drüber. Dann wird es mit einem Gemisch aus Knoblauch, aus Olivenöl und aus Kräutern bestrichen. Und dann wird es natürlich schön knusprig braun gebacken. Ich habe mir jetzt ein paar Zutaten hier schon an die Seite gelegt und wir fangen auch gleich mal an. Wir starten erstmal mit dieser Knoblauch-Kräuter-Olivenöl-Marinade und dafür müssen wir den Knoblauch zerkleinern. Und es sind für dieses Rezept 4 Knoblauchzehen. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr das jetzt nicht so mögt, gerne reduzieren. Nur man muss auch bedenken, da muss da auch ein bisschen Pfoffer dran. Ne? Da muss da ein bisschen, nicht wahr, muss da dran. Ne? Ihr versteht mich schon. So. Die geben wir jetzt rein und Knoblauchzehen lassen sich am allerbesten auf Stufe 8 zerkleinern. Das heißt, ich stelle jetzt einmal 3 Sekunden ein, stelle auf Stufe 8 und wenn eventuell noch Stücke nachher in der Mixtopfwand sind, was ganz normal ist bei dieser Schnelligkeit, dann runterschieben und nochmal kurz anstellen. Ich stelle jetzt erstmal auf 8. Man hat jetzt schon gehört, der letzten Sekunde von den dreien war schon nichts mehr. Also so 2 Sekunden Stufe 8 ist eigentlich immer eine ganz gute Zahl. Ne, ihr seht, es klebt hier dran. Es sind ein paar Stückchen noch dabei. Deshalb schiebe ich das nochmal runter und stelle das gleich nochmal kurz an. Es gibt auch viele, die einfach das Messer laufen lassen, den Mixtopf also leer lassen, das Messer auf Stufe 8 laufen lassen und oben durch die Deckelöffnung werfen. Das hat man früher bei den älteren Thermomix-Modellen so gemacht, damit es besser zerkleinert wird. Ich meine, beim 21er war das. Ich mache jetzt noch einmal hier auf 8. Und da hört man auch, man hört nichts mehr. Das müsste eigentlich ausreichen. Ja, also damit bin ich zufrieden. So, wenn ihr jetzt frische Kräuter habt, das heißt, wir brauchen, warte mal eben, wir brauchen Rosmarin und Thymian. Wenn ihr das frisch habt, ist es natürlich grobstückig. Dann müsst ihr das zusammen mit dem Knoblauch zerkleinern. Ich habe das in getrockneter Form. Ich habe jetzt hier 1 Teelöffel Rosmarin, 1 Teelöffel Thymian genommen und habe noch 2 Teelöffel italienische Kräuter dazugefügt. Die gebe ich jetzt einfach mal mit hier rein. Und natürlich darf das Öl nicht fehlen, weil es soll ja eine Marinade werden, mit der wir das Fladenbrot beziehungsweise diese Focaccia, sage ich eigentlich immer Fladenbrot, das heißt Focaccia, gefüllte Focaccia. Kommen also 40 Gramm jetzt noch hier rein, die werde ich jetzt vorwiegend hier über die Kräuter kippen. Jetzt habe ich 45, ist aber auch nicht schlimm, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und lasse das jetzt einfach nur mal noch mal kurz rühren. Einmal kurz auf 3 rühren. So, das was hochgerutscht ist, runter wieder. Und das fülle ich mir jetzt um. Und zwar am besten hier in mein Messbecherchen, wo ich auch gerade schon die Knoblauchzehen drin hatte. Dann brauche ich natürlich kein neues nehmen. So, unsere Kräuter-Knoblauch-Ölmarinade haben wir jetzt hier. Streife ich mal eben hier mein Spatelchen ab. So, das können wir getrost zur Seite stellen.
Das brauchen wir erst später. Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum soll ich denn jetzt hier im Thermomix die Knoblauchzehen klein machen und das mischen? Das kann ich doch auch eben mit der Hand. Das ist natürlich absolut logisch, dass es natürlich auch mit der Hand geht. Ich finde aber gut, es sind natürlich jetzt hier im Mixtopf noch Reste drin. Von dem Knoblauch, den Kräutern und dem Öl. Und das können wir gut nutzen, um es mit in den Teig reinzuarbeiten. Das wäre ja echt schade drum, um diese tollen Aromen, die da drin sind. Deswegen macht das ruhig so und dann habt ihr die tollen Aromen drin. So, jetzt habe ich bei Susi gesehen, jetzt habe ich auch noch mit Öl hier gematscht. Dann habe ich bei Susi gesehen, dass sie sagte, der Teig ist so ganz leicht klebrig. Und es waren auf 400 Gramm Mehl 300 Milliliter Wasser. Das ist natürlich vom Verhältnis schon hoch. Susi hat das aber wirklich aus dem Buch so übernommen. Deshalb werde ich jetzt einfach versuchen, ein bisschen weniger zu nehmen. Ich fange jetzt erstmal mit 250 Gramm an und ich hoffe, ich habe einigermaßen abgemessen. Man weiß es nie. Ich hatte vorhin ein bisschen was verschüttet auf den Mixtopfdeckel. Ja gut, 245 sind das. Der große dicke Hund liegt schon wieder hier. Oh, die 255. So. Wasser haben wir drin. Ich gebe trotzdem immer noch eine Prise Zuckerchen mit rein. Und natürlich unsere Hefe. Das sind 20 Gramm. Hefe auch drin. Das lasse ich 2 Minuten auf 7. Ich bin heute etwas verwirrt. Heute soll der heißeste Tag des Jahres werden. 2 Minuten auf 37 Grad bei Stufe 2. Lasse ich das jetzt auflösen. Dann packe ich natürlich die restlichen Zutaten rein, aber wir sehen uns ja gleich. Die Hefe hat sich wunderbar aufgelöst. Das funktioniert ja immer hervorragend. Und jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Das sind 400 Gramm Mehl. Hoppala. Toll. Das war taktisch nicht so gut, das in einem Flatsch da rein zu fläzen. Ein Teelöffel Salz, also ruhig schon einen ordentlichen. Ja. Und 20 Gramm Öl. Sollte reichen. Und jetzt lassen wir den Teig gut durchkneten. Ich mache das auch 5 Minuten. Das mag ich immer besonders gerne. 5 Minuten ist immer gut. Auf der Teigknetstufe. Und dann kann der Thermomix jetzt erstmal loslegen. Bis gleich. So, Teig ist okay. Wenn es bei euch aber so sein sollte, dass der doch noch ein bisschen klebt, ich habe hier oben noch so ein paar Mehlreste, dann einfach noch ein bisschen Mehl zugeben und nochmal ein bisschen kneten lassen. Das war bei Susi auch der Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der einigermaßen vom Messer hier abgeht. So, warte mal. Ein bisschen drehen. Das sieht gut aus. Ups. Dann machen wir schön ab. So. Und oh, da müssen wir den nachher natürlich ein bisschen gehen lassen, mindestens eine Stunde. Ich bin gleich ein bisschen on Tour, deswegen werde ich den gleich in den Kühlschrank verfrachten und dann nachher erst wieder rausholen, um die Zimmertemperatur anzunehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in frühestens einer Stunde. Ich habe den Teig jetzt hier. Wie ihr seht, ist der wunderbar aufgegangen in der Nixe bis oben hin unter den Deckel. Ist er gegangen. Und da der ein wenig leicht, wo habe ich denn den richtigen? Da ist er doch. Ein wenig leicht klebrig ist, mache ich mir hier so eine schöne, dünne Mehlschicht drauf.
Jetzt werde ich den Teig auf meine Teigunterlage geben und den dort halbieren, weil ich muss ja zwei gleich große Teiglinge haben. Ungefähr gleich groß. Weil ich ja einen Boden und einen Deckel habe. Ne? Sodele. Machen wir eine ganz kleine dünne Schicht noch oben drauf. So, und ich mache jetzt einfach eine kleine gleichmäßige Wurst, sag ich immer, weil man da einfach am allerbesten abschätzen kann, dass man es gleich groß macht. Okay, ich denke, das ist okay. Mal so daneben legen. Ja, ja, würde ich doch schon sagen. Gut. Dann schiebe ich mal so ein bisschen zur Seite hier. Streufix dahin, das eine Teigstück dahin. So. Und jetzt werde ich das einfach schon mal mit den Händen so ein bisschen bearbeiten, so ein bisschen rundlich einfach machen. Man sieht hier schön Kräuterstückchen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier auf der Kamera sehen könnt. So, und ich lege den Teig einfach jetzt schon mal auf die leicht gefettete White Lady und werde den Teig jetzt hier mit unserem Teigroller ein bisschen bearbeiten. Das Schöne ist, was ich auch immer gesagt habe, an unserem Teigroller, den kann man mit einer Hand bedienen. Dann habt ihr keine so schäbige, komplette Rolle in den Händen, die ihr mit zwei Händen rollen, schieben, wie auch immer müsst. Und wenn ihr jetzt so eine Rolle habt, dann werdet ihr hier bei dem Stein leider an eure Grenzen kommen, denn dadurch, dass die White Lady am Rand erhöht ist, haben wir natürlich das Problem, dass ihr mit einer normalen Teigrolle hier nicht drüber rollen könnt. Das muss also eine schmale Teigrolle sein, dass ihr im inneren Bereich, also jetzt hier auf der Teigfläche, auf der Backfläche, schön gleichmäßig rollen könnt. So, mit der kleinen Rolle, die hier dran ist, rolle ich schön bis zum Rand, damit ich nachher, wenn die zweite Teigplatte drauf kommt, die Teige auch ein bisschen zusammendrücken kann, ne? Damit das auch am Rand so ein bisschen geschlossen ist. So, jetzt fühle ich mal mit der Hand drüber, da kann man nämlich eigentlich relativ gut fühlen, ob der Teig gleichmäßig ist oder nicht. Und wie jetzt hier, dann merke ich, oh, hier an der Stelle ist er ein bisschen dünn. Dann schiebe ich einfach so ein bisschen zurück. Weil hier am Rand war er ein bisschen dicker. Und ja, auf jeden Fall sieht das schon mal ganz gut aus. Ja, das haben wir jetzt fertig. Jetzt geht's an den Mozzarella. Ich habe hier zwei Kugeln Mozzarella. Ich muss mal schauen, inwiefern ich damit hinkomme. Ich werde das jetzt erstmal ein bisschen mit Abstand verteilen. Meine liebe Susi hatte einen Mozzarella, der von der Konsistenz her fest war und auch nicht in einer Salzlake gelegen hat. So. Dann wird das hier eine etwas feuchtere Angelegenheit, obwohl ich den natürlich auch habe mit Küchentuch und so weiter abgetrocknet, ausgedrückt, wie auch immer habe. So, na? Mozzarella hier verteilt, wie gesagt, extra nicht ganz bis zum Rand, damit ich nachher hier, die stelle ich erstmal auf den Tisch, ups, damit ich das andere Teigteil, was ich jetzt ausrolle, schön drüber legen kann. So, und ich kann ja jetzt schlecht dieses zweite Teigstück, also den Deckel sozusagen, den kann ich ja jetzt schlecht da drauf ausrollen. Dafür brauche ich dann doch
meine Teigmatte und hier auf meiner Teigmatte habe ich ja schon so schön einen Kreis drauf gezeichnet. Der entspricht natürlich nicht der Größe, die ich haben muss, weil die White Lady hat ungefähr von der Backfläche her einen Durchmesser von 38 cm. Das hier entspricht 30 cm. Das heißt, da fehlt mir natürlich ein bisschen was. Aber das ist nicht so dramatisch. Das kriegen wir schon hin. Der Teig ist noch ein bisschen zäh, weil der ist noch, ich habe das also frisch aus dem Kühlschrank geholt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass der trotz Kühlschrankkühlung so ordentlich auseinandergegangen ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Naja, schauen wir mal. Gut, wir rollen jetzt hier erstmal, wir sind Weltmeister. Ein bisschen größer als der Kreis hier ist. Und man kann natürlich den Teig nachher, wenn wir den auf die White Lady geben, auch noch ein wenig ziehen. Das heißt also, es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn das jetzt hier nicht genau rund ist oder wenn das nicht genau 38 cm entspricht. So, noch ein bisschen Platz hier schaffen. Jetzt hole ich mir meine Lady mal zurück. Meine White. Stelle die jetzt mal hier auf meine Arbeitsplatte. Und gebe jetzt einfach den Teig hier nochmal so drüber. Leg das einfach wieder hier hin, damit ihr das sehen könnt. Und jetzt nehme ich einfach den Teig und ziehe den jetzt erstmal von Hand ungefähr in die Größe, die ich haben muss. So. So. Dann werde ich das hier mit den Fingerspitzen am Rand schon ein bisschen zusammendrücken. Das klappt eigentlich ganz gut. Das soll ja auch hinterher schön verschlossen sein und nicht unbedingt jetzt an den Seiten alles rausbaseln. Und das sah auf Susis Film sowas von lecker aus, diese gefüllte Focaccia. Mozzarella liebe ich ja eh, bin ja ein absoluter Mozzarella-Fan. Den könnte ich auch einfach so auf der Hand in mich reinstopfen. So. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, wenn man hier oben drauf, vielleicht noch so, wie man das eigentlich auch von Focaccia oft kennt, so kleine halbierte Cocktailtomaten oder irgendwas drauf machen könnte, würde, sollte. So, also die Ränder habe ich jetzt fixiert mit den Fingerspitzen und drücke das wieder so ein bisschen platt, weil ich das ein bisschen vom Rand weggedrückt habe. Das sieht eigentlich richtig gut aus und drücke mal hier so ein bisschen drauf, falls hier ja, da ist ein bisschen Luft drin. Kann ich ja vielleicht nochmal mit meinem Gäbelchen noch mal ein bisschen reinstechen. Diese Gabel findet ihr übrigens im Griff vom Teigroller. Finde ich auch super praktisch. Ist für Teige, die eingestochen werden müssen, damit sie schön flach bleiben. Wie jetzt zum Beispiel auch hier den Teig, den Hefeteig. Ich zeige euch das mal von nahen. So sieht das aus. So, jetzt kommen wir zum Kräuter-Knoblauchöl, das ich jetzt auch hier drauf verteile. Also es ist ordentlich an Kräuter und das ist einfach traumhaft, wie das riecht. Das ist also wirklich eine richtig tolle und schmackhafte Sache. Und ich habe es bei Susi gesehen, wenn die Focaccia dann aus dem Backofen kommt und dann schön warm ist und der Käse geschmolzen ist und dieser Käse sich dann noch so schön zieht und einen schon nur beim Zuschauen das Wasser im Munde verläuft, das ist einfach nur eine Herrlichkeit. So, schaut mal. Das ist jetzt schön mit diesem Kräuter-Knoblauchöl eingepinselt und ich werde jetzt noch so ein bisschen Meersalz drauf machen. Nur nicht zu viel, weil so sehr salzig mag ich das nicht.
So, ich stelle das jetzt erstmal zur Seite, denn ich lasse es jetzt noch ein paar Minuten stehen. Mein Töchterchen kommt jetzt gleich von der Mittagspause. Die muss noch eben schnell zwischendurch was essen aus dem Backofen. Danach schiebe ich den Stein rein. So. Der Backofen ist vorgeheizt auf 220 Grad. Mal gucken, ob ich gleich 230 mache. Ist egal, weil meistens mache ich immer bei den Steinen 230. Und circa 30 Minuten backen steht hier. Okay, also heizt euren Ofen vor, macht zwischen 220 und 230 Grad und backt dann nach Sichtkontakt, bis also die Focaccia die Bräune erreicht hat, die ihr euch vorstellt. Ich würde sagen zwischen 25 und 30 Minuten, kommt drauf an, welche Temperatur ihr habt. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich! Ihr Lieben, die Zeit ist abgelaufen. Bei mir ist es jetzt knapp 25 Minuten drin gewesen. Bei 230 Grad, Ober-Unterhitze. So, und hier präsentiere ich euch eine traumhafte Focaccia, die ich jetzt mal hier schön auf mein Kuchengitter stelle, damit ich das mit dem... Den habe ich ja gar nicht da dran, den... Lindo, hier. Aber erstmal... Ich bin schon wieder unorganisiert. Wo ist denn schon wieder mein Handy? Ich muss doch wenigstens ein einigermaßen Foto machen. Mit dem Teigroller. Mit dem Teigroller. Ich habe auch einen am Brett, ey. Mit dem Pizzaroller. Kann man das super durchschneiden. Und der Vorteil ist einfach, weil die Klinge über den Stein rollt und nicht gezogen werden muss wie mit einem Messer, leidet die Klinge nicht. Das ist natürlich der Vorteil. Und an dem Pizzaroller haben wir hier diesen wunderbaren Kantenschneider. Wenn ihr eine schöne knusprige Kante habt, dann macht das der Kantenschneider im 0, nix. Kann er das durchtrennen. So, ihr seht, oder seht ihr das nicht? Doch. Also das lässt sich ganz einfach vom Stein abheben. Haust du ab, Anila? Mhm. Ha? So, jetzt hebe ich mir hier ein Stück von dieser Focaccia ab. Und wie ihr seht, der Käse, er ist so geil. Er lässt sich so wunderbar ziehen und es ist doch wohl... Ist doch super gelungen, oder? Auch überall schön zugeblieben, ist nicht offen gegangen, aber es ist jetzt kein Käse rausgequollen. Und ich hatte erst gedacht, esse ich jetzt einfach. Ich hatte erst befürchtet, dass der Mozzarella zu feucht ist und vielleicht, dass das zu sehr schwimmt, aber das tut es nicht. Und ich traue mich gar nicht hier reinzubeißen, weil das noch so kochend heiß ist. Es ist schön aromatisch, es ist knofelig, es ist schön mit dem Käse. Geil. Sehr köstlich, sehr köstlich. Bitte probiert diese wunderbare Focaccia aus. Weitere Rezeptideen findet ihr hier auf meinem Kanal für die White Lady. Einfach White Lady eingeben. Und die White Lady gibt es, wie gesagt, bis Ende August noch zum Einführungspreis. Und jetzt kommt mein Mann nach Hause und jetzt bellen gleich ganz schnell die Hunde und ganz laut. Und deshalb mache ich jetzt Schluss. Tschüss.